Okay, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir machen wieder eine Bracket Fights Liste, eine Tierlist hier auf bracketfights.com. Ja, hier geht es heute um die Pokémon Games. Besten Pokémon Games. Wir entscheiden hier nach dem Auswahlverfahren. Hier wird jemand ruft, was hier. Wir entscheiden uns heute, welches das die beste Generation ist. Schwert und Schild ist noch mit drin. Ja, das sind die Hauptgames, die, worum es hier geht. Von erste bis vierte Generation. Okay, fangen wir an mit. Ja, nicht, okay. Das finde ich seltsam, dass hier zwischen denen wird natürlich immer Sonne und Mond miteinander vor. Ist nur fair. Okay, hier haben wir als erstes Pokémon Alpha Saphir und Pokémon Omega Rubin. Und da muss ich sagen. Viele sind auch der Meinung, dass Alpha Saphir da das Bessere ist, aber also ich finde Omega Rubin auch mit Groudon besser und ich habe auch, ich nehme auch mal so die feurigere Variante oder so ein bisschen die andere. Ich habe Omega Rubin bei mir im Schrank zu stehen, habe es auch schon mal selbst gespielt, das Let's Play noch nicht, aber ja, ich finde Omega Rubin das Bessere. Wenn ich da entscheiden müsste, man Schwarz und Weiß 2. Ich glaube, da habe ich Schwarz im Regal. Ich habe mir immer nur die eine gekauft. Eine, ich kaufe mir nicht beide. Da ist bei mir die Wahl auf Schwarz 2. Weil da habe ich Weiß gekauft. Da haben wir ja Weiß. Da habe ich mich dafür entschieden. Ja, meine Entscheidung war auch Ultra. Da habe ich Ultramond genommen. Weil ich schon Pokémon Sonne genommen habe. Pokémon Sonne und Pokémon Ultramond. Das ist das Play ganz interessant. Und hier habe ich natürlich Pokémon Schwert genommen. Obwohl Pokémon Schild, ich habe es ein bisschen bereut wegen dem GLP, ja, dem GLP-Arena-Net, den man da drin hat. Ja. Aber ich habe Pokémon Schwert genommen. Aus Gründen, weil auch das Legendäre besser ist. Ja. Ich trotzdem besser. Pokémon Let's Go Evoli natürlich. Habe ich auch genommen. Pokémon Y hier. Habe ich schon anderthalb Mal gespielt auf meinem Kanal. Ja. Okay, jetzt geht es in die Auswahl, in die Ausscheidung. Omega Rubin gegen Schwarz 2. Da muss ich ehrlich sagen, da finde ich Omega Rubin besser. Finde ich entscheidend besser. Oha, jetzt wird es schwierig. Also. Man weiß, ich weiß es nicht. Man weiß, sind beide gleich schlecht. Also ich weiß nicht. Ich finde es halt Ultramond werfe ich vor, dass es eine ziemliche Kopie von Pokémon Mond ist. Also halt, deshalb ist es halt schlecht, aber dann würde ich lieber Pokémon Mond schlechter einsortieren, weil Pokémon Ultramond ist schon ziemlich. Das Ultra Necrozma, das hat schon, fände ich ein bisschen hart, vielleicht auch ein bisschen schlecht, dass das so hart ist, aber war schon ein Highlight. Ich würde trotzdem Weiß nehmen, das kann man in die siebte Generation, war so, naja, ich nehme Pokémon Weiß, wo das dann relativ schnell rausfliegen wird. Pokémon Schwert versus Pokémon Sonne, 8. Generation versus 7. Generation. Uff, schwierig. Und Pokémon 7. Generation. Da muss ich sagen, ich fand wirklich fast die 7. Generation besser als die 8. Wenn man jetzt die DLCs rauslässt, die ich rauslasse, weil ich sie nicht gespielt habe, finde ich Pokémon Sonne besser. Weil, ja, Alola und so weiter. Ich fand es ganz toll. Also, das ist bis auf die. Es hat ja Ultramond, war so ein bisschen. Blöd, weil man es dann zweimal gespielt hat. Aber ansonsten, Pokémon Sonne so an sich. Ich würde mir so festlegen, dass das Teil 7 besser fand als Teil 8. Ich entscheide mich für Pokémon Sonne. Let's Go Evo, die Pokémon Y, ganz klar. Pokémon Y nehmen wir Pokémon Y. Eindeutig. Eindeutig. Pokémon Y ist auch genial. Es ist bei mir auf der Liste relativ weit oben, generell von allen Spielen. Das wird man, werden wir da sehen. Das wird noch weiter vorankommen. Vielleicht kommt es ins Finale. Pokémon Y, großartiges Spiel.
Ja, man, wir haben auch mal nicht lang zu überlegen. Omega Rubin ist natürlich besser als das dritte Generations-Remake, ist natürlich besser als Pokémon Weiß. Ja, jetzt haben wir, ja, wie schon gesagt, Pokémon Y braucht man nicht lange drüber nachdenken. Pokémon Y auf jeden Fall besser als die siebte Generation. Das war die sechste Generation, die fünfte Generation war Weiß, sechste Generation war Y, die siebte Generation Sonne und Mond. Sechste Generation war besser, auf jeden Fall besser. Ich würde fast sagen, die beste von allen. Ja, und hier würde ich auch sagen, Pokémon Y definitiv besser als Rubin. Und definitiv nicht, sage ich es nicht. Schwierig. Omega Rubin ist schon großartig. Ich würde trotzdem Pokémon Y bevorzugen. Das find ich. Ich würde ja, ich find Pokémon Y ein besseres Spiel. Auch die Story halber und so. Hier haben wir eine grüne und rote Edition. Ja, die sind glaube ich nur in Japan rausgekommen, dass die. Da würde ich die rote nehmen. Dann nehme ich hier mal die blaue. Die habe ich halt wirklich nicht. Da habe ich die gelbe gespielt. Ah, die kommen hier weiter unten noch. Hard Gold, Soul Silver, die Gold und Silber Remake. Dann nehme ich Hard Gold, das habe ich gespielt, das habe ich mir selbst gekauft. Bei Silber habe ich eigentlich auch eher auf Gold nehmen, aber ich nehme mal hier. Emerald oder Platin. Oha, oha, oha. Harte Nummer auf jeden Fall. Emerald Version ist schon sehr legendär. Selber leider noch nie gespielt, aber schon. Beim Let's Play Markus habe ich mal in einem Video gesehen, im Let's Play. Platinum, ich würd Platinum nehmen, das ist halt meine vierte Generation, das ist halt so ein bisschen Romantik mit verbunden. Sorry, Emerald, aber ja, ich muss. Ja, hier natürlich Diamant. Oh, dann geht's nach. Oh, ja, aber dann wissen wir, wer gewinnt. Okay, hier haben wir Kristall und Gelb. Da muss ich Gelb nehmen, weil ich es auch selbst gespielt habe und selbst auch. Okay, dann nehmen wir hier mal Saphir Edition. Und jetzt ging's ums Ausschalten. Ja, natürlich hier Blaue Edition. Dann Gold. Hard Gold, ich finde. Ja, okay, das ist das Original vielleicht doch noch. Nee, das Remake auf jeden Fall. Das Remake für ein DS. Ja, ich nehme das. Ich würde mal das. Ich nehme mal Hard Gold, weil das ist. Und hier, ja, ganz klar. Platinum ist definitiv ein Stückchen, eine Stufe besser, weil da auch die Arenen verändert wurden. Und es war mal. Ich glaube, das war so. Naja, nee, Pokémon Schwarz und Weiß 2, das war das der richtige Remake. Auch Pokémon Platin, das war wirklich legendär. Kann ich wirklich sagen, und da muss ich Pokémon Gelb nehmen. So, Pokémon Blaue Edition gegen Pokémon Hard Gold. Ja, viele würden jetzt sagen, die erste Generation, weil es wegweisend ist, das die beste. Aber so gut war die gar nicht mal. Dann finde ich die zweite Generation schon besser. Das wurde vieles besser gemacht. Aber mit den zwei Regionen. Da finde ich Hard Gold besser. Würde schon hart bevorzugen. Und hier natürlich Platinum. Haben wir die Auswahl zwischen Platin und Hard Gold. Uff. Ja, da tut's mir auch für die vierte Generation leid. Weil es meine erste, die vierte Generation war meine erste Generation, die ich gespielt habe. Diamant war mein erstes Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe. Aber Platinum war natürlich dann später besser, als ich auch gekauft habe. Aber Hard Gold, ich würde sagen, Hard Gold übertrifft das Platinum noch, übertrifft Platin Edition noch ein bisschen. Ja, ich würde sagen, das ist noch eine Stufe besser. Ich finde es halt genial mit den zwei. Dass da halt nicht 8, sondern 16 Arena-Runden hast und so weiter, das ist halt wirklich mit Ho-Oh dann auch drin, ist halt. Muss ich halt mich leider dafür entscheiden. Und jetzt haben wir das Battle der Giganten. Der Kampf der Giganten.
Und Y vs. Pokémon Hartgold. Puh. Schwierig. Sehr schwierig. Aber ich glaube, ich nehme da mal. Ich würde Pokémon Y entscheiden. Pokémon Y ist das beste Pokémon-Game, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, das ist halt schon Pokémon Hardgold. Ist schon hart, geil, aber Pokémon Y. Ja, ist schon. Ist auch. Ich kann mich nicht entscheiden. Es ist. Vielleicht doch Hardgold. Es ist halt schon wirklich. Hardgold ist halt schon wirklich. Ich glaube, wir lassen Pokémon Y auf dem zweiten Platz. Und wir nehmen Hardgold. Ich küre Hardgold. Pokémon Hardgold Version. Das Remake zur zweiten Generation zum besten Pokémon-Spiel. Würde ich sagen. Würde ich doch so sagen. Ja. Mach mal. Verdient Pokémon Hardcore Edition, meiner Meinung nach. Ist meine subjektive Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt davon, dann könnt das. Könnt das selbst machen. Ich weiß nicht, ob ich daran denke, einen Link in die Videobeschreibung zu packen. Ich hoffe, ich denke dran. Könnt ihr auch, wenn nicht, geht ihr mal zu Bracket Fights und schaut euch dort mal das an. Macht selber. Ja, Meinung. Es ist nur eine Meinung, das ist jetzt nicht allgemeingültig. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das auch legitim. Ja, das war meine Platzierung hier. Könnt ihr sehen. Viertelfinale. Auf Platz 1, wenn man das so sagen will, Platz 1 Pokémon Hardgold, auf Platz 2 Pokémon Y. Oh, dann wird es schwierig, Platz 3. Da würde ich aber schon sagen, hier, wenn die noch gegeneinander kämpfen würden, dann würde ich sagen, auf Platz 3 Pokémon Platin, auf Platz 4 Pokémon, ja, Rubin, Alpha Rubin, auf Platz 5. Platz 5 würde ich dann aber Pokémon Gelbe Edition drauf packen. Ja, und der Rest, ja. Dann haben wir die Top 5. Alles klar. Damit euch noch umsonst nicht gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und dann das nächste Video nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen 15 Tag. Haut rein. Bis dann und ciao. Thank you.